Hallo liebe Videofreunde, herzlich willkommen zu unserem letzten Video in diesem Leben. Bist du verrückt? In diesem Jahr, in diesem außergewöhnlichen Jahr. Ja. Ja, darauf stoßen wir gleich mal an. Wir stoßen jetzt erstmal auf das alte Jahr an, dass wir nicht bis heute haben. Dass wir durchgekommen sind bis jetzt. Alter. Das ist doch gut. Ja. Also, Cut. Nee. Drin lassen? Ja, klar. Mit Rülpserchen? Nee. 2020. Das ist so eine schöne Zahl, aber leider ein sehr außergewöhnliches, verrücktes, aber auch sehr trauriges Jahr. Das geht jetzt Gott sei Dank zu Ende. Und wir wollen uns mit euch noch ein bisschen unterhalten über unser altes Jahr jetzt, was uns widerfahren ist in diesem Jahr oder was unsere schönsten Momente waren, unsere Erkenntnisse und unsere Wünsche für das neue Jahr euch mitteilen. Ja, erstmal ist es komisch, weil es ist Tatsache bei uns Ruhe. Ja. Es ist irgendwie ein komisches Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Also es gehört irgendwie auch nicht so zu Silvester dazu. Also ist irgendwie merkwürdig, finde ich. Normalerweise knallt schon seit 2 Tagen nicht. Nee, ganz nix, selten. Ganz selten, ja. Also grundsätzlich für die Tiere ist es dieses Jahr, glaube ich, das schönste Silvester, was sie je erlebt haben. Und ich habe vorhin zu Michael gesagt, es ist ein bisschen traurig. Also ich finde es auch eigentlich irgendwie schöner, wenn man doch ein bisschen ja feiern kann und auch Raketen mal steigen lassen kann und ein bisschen ja Silvester sein lassen kann. Aber ich wäre auch irgendwo dafür, dass das etwas minimiert wird. Das hat in den letzten Jahren überhand genommen. Das sind ja richtige Wettbewerbe, die da stattfinden. Und vor allen Dingen, wenn man in die Großstädte geht, zum Beispiel in Berlin, und wir haben das ein paar Mal erlebt, ne? Und am nächsten Tag, da hast du gedacht, ist Krieg ausgebrochen. Also so sahen die Straßen aus. Das wird auch heute dort deutlich spürbar sein, aber nicht so vielleicht auch wie die ganzen anderen Jahre. Also da müsste es meines Erachtens nach Einschränkungen geben, Begrenzungen der Menge von den Knallern, und aber ganz drauf verzichten. Das finde ich auch irgendwie schade, muss ich ehrlich sagen. Ja, für die Tiere, für Deuten ist es heute Luxus. Das ist schön. Ja, so eine schöne Jahreszahl und so ein bescheidenes Jahr. Ja, bescheidenes und am Ende auch sehr trauriges Jahr. Also geht Gott sei Dank jetzt zu Ende. Unglaublich, was dieses Jahr passiert ist. Also ich hätte mir in meinem Leben nicht vorstellen können, dass sowas mal kommt. Du? Auch nicht, wahrscheinlich keiner. Doch, da kommt auch noch was Schlimmeres. Ja, aber irgendwann. Da hat doch kein Mensch dran gedacht, dass das wirklich mal passiert. Also ich schon. Ja? Klar. Nee, ich nicht. Also, war nur eine Frage der Zeit. Nee, also damit habe ich nicht gerechnet. Also überhaupt nicht und auch gar nicht, dass das so... Ich habe von Anfang an das ja sowieso ernst genommen, aber dass das so schlimm wird, nee, das habe ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ja, also es ist gut, dass dieses Jahr vorbeigeht und dass wir bald ein neues reinrutschen, und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr ein besseres Jahr bekommen, ne? Ja. Michael ist frisch geimpft. Quatsch, Michael ja. Ist... Ich bin ja Risikogruppe 1, über 80. Oder über 85. Und nein, Michael ist frisch getestet. Ja, hat vorhin gerade das Negativ-Ergebnis bekommen. Das war positiv. Ja, welches positiv war, genau. Deswegen können wir auch endlich ohne Maske sitzen. Wir haben Tatsache jetzt Weihnachten und auch gestern mit Maske zu Hause verbracht. Aber es ging auch. Also es ist alles irgendwie möglich. Ist zwar nicht so prickelnd, aber es geht. Aber trotzdem hatte 2020 für uns auch schöne Momente gehabt. Zum einen, dass wir unser neues Wohnmobil gekauft haben. Also Kastenwagen ist ja kein Wohnmobil, unseren Kastenwagen, uns für den Kastenwagen entschieden haben, uns auch für den Malibu entschieden haben, und ich sitze jetzt seit Monaten das erste Mal hier drin und freue mich, und es ist einfach schön, wieder hier drin zu sitzen. Und dass wir so jetzt unser eigenes Mobil haben, auf uns fertiggestellt, das finde ich halt eben toll, so wie wir es uns ausgesucht haben. Ja. Und du? Und ich? Findest du es auch schön? Ja.
Das hält sich ja bei dir immer alles so ein bisschen in Grenzen. Ich muss ja nicht wie das Duracell-Äffchen durch die Gegend laufen. Nö. Alles gut. Naja, also ich freue mich über Peppino. Natürlich waren wir auch traurig und das war auch ein bewegender Moment, als Piccolino gegangen ist. Der ist in guten Händen. Ja, Gott sei Dank. Aber letztens, wo ich das Video gemacht habe, oh, ich musste wieder ein bisschen, mir sind wieder ein bisschen die Tränen gekommen. Aber es war auch so ein Herzensmobil, ne? Pico. Ja, klar. Und aber jetzt haben wir Peppino und freuen uns darüber. Ja, die meisten Dinge sind gemacht worden, Gott sei Dank. Wir haben jetzt noch Probleme mit der Starterbatterie. Das kannst du mal kurz erzählen. Das war ja eine von unseren Beanstandungen, die wir hatten, bevor wir das Auto nach Pirna gebracht haben, dass wir Probleme haben hier mit der Starterbatterie. Ich habe vermutet, dass es am Lademanagement liegt, weil die sich nicht hat vollladen lassen oder permanent leer, ich will nicht sagen leer, aber niedrig war. Und so wie das im Moment aussieht, wie ich es glaube beurteilen zu können, ist, dass die Batterie selbst einen Defekt hat. Da selbst wenn sie vollgeladen ist, was sehr, sehr lange dauert, bis sie vollgeladen ist, und dann einmal startest, dann bricht die regelrecht zusammen und erholt sich davon auch nicht mehr. Stundenlang musst du dann wieder laden. Also ich befürchte, oder ich vermute, dass es die Starterbatterie ist, wäre auch mit das Einfachste, das Ding wechseln. Und da brauche ich meiner Ansicht nach auch nicht nach Pirna für zu fahren. Das ist ein Fiat-Problem, kein Malibu-Problem. Und da fahre ich mit dem Auto hier zu Fiat und ich soll eine neue Batterie reinmachen, dann denke ich, dann ist das Thema hoffentlich durch. Geht das, ja. Michael hat schon hingeschrieben, aber wir haben natürlich noch keine Antwort. Die sind ja auch nicht besetzt im Moment. Das kannst du ja alles völlig vergessen. Also, aber wir werden versuchen, das so hinzukriegen. Ne? Ja. Ansonsten haben sie soweit, also bis auf das Brett hier unten, das biegt sich wieder durch. Mhm. Also da vermutet Michael, ne, die haben das runtergepackt. Ja, irgendein Klotz oder was, wenn sie drunter gelegt haben. Aber der ist schon mal verrutscht oder weg oder irgendwas. Naja. Ach so, und dann haben sie auch bei dem Boiler, also da hat man das Problem, dass der in Echo nicht geheizt hat. Nicht genug, ja. Das nicht war genug, Pup, war nur, ja. Pupplau und jetzt... Ja, und dann musste es da auf High gehen und dann hat er angefangen zu stinken. Ja. Und jetzt, wenn du ihn anmachst, der stinkt nicht mehr, aber... Der geht nur noch auf High. Ich glaube, der geht nur noch, egal was du einstellst. Das Echo-Programm ja, deaktiviert, ja. Das war auch mein erster Gedanke und da werden wir auch noch mal ein bisschen nachgucken müssen, wie das da so gelaufen ist. Michael hat es letzte Woche ausprobiert, der war ja mit Peppino hier in Rammstein und da konnte er das alles schön testen. Ja. Aber alles andere geht, also die Badezimmertür geht wunderbar, ich habe es vorhin probiert, also die jetzt geht sie wirklich richtig gut zu. Die Fliegenschutztür ist neu eingebaut, die Sattanlage fährt ein jetzt beim Losfahren. Hast du es probiert? Ja. Und was war noch? Die Hinterachse ist auch gemacht. Die Hinterachse, die ist auch gemacht worden, die quietscht nicht mehr. Mhm. Also von daher sind noch zwei Sachen, die nochmal eben erledigt werden müssen. Ja, aber ansonsten, wir sind froh, dass wir uns für das Auto entschieden haben, nach wie vor. Also ich ganz besonders sowieso, ich fühle mich hier drinnen sauwohl und vor allen Dingen das Fahrgefühl ist auch schön. Michael sagt auch, du hast... Bist schön gefahren jetzt so auch wieder. Ja, ne? Das Fahrgefühl ist einfach toll. Es ist einfach super, lässt sich genial fahren. Kann nur jedem empfehlen, Automatik. Ja, das Automatikgetriebe ist gut. Ja, wirklich. Also, und jetzt, naja, wollen wir mit der Batterie noch hoffen, dass das gemacht wird, weil das ist ja wichtig. Zumal wir hatten ja eigentlich geplant, dass wir Ende Februar, Anfang März in Norden fahren wollten, Polarlichter sehen, aber ich gebe es noch nicht ganz auf. Aber es wird wahrscheinlich nichts werden. Nee. Ach, schade. Es hätte gerade so der Gesundheitszustand meiner Mutter gepasst. Und das ist ja dann auch nicht abzusehen, ob das dann irgendwann nochmal geht. Und von daher. Und Dolton, ich wollte halt unbedingt nochmal mit Dolton nach Norwegen fahren, die Polarlichter erleben. Das erste Mal im Leben wollte ich mit unserem Dolton. Und weil da wissen wir ja nun auch nicht, wie lange er noch lebt. Der ist jetzt wirklich schon Opi. Der wird 14. Der ist noch fit. Der ist noch fit, ja, aber man. Manchmal geht es schnell, was wir nicht hoffen wollen, aber dann wäre das eben, ich hätte es gern mit Dolton gehabt. Deswegen, ich gebe es immer noch nicht so ganz auf, aber naja, wahrscheinlich wird es eher nicht werden. Müssen wir mal gucken, ob wir dann im Herbst oder im Sommer mal irgendeine Möglichkeit finden. Da werden wir natürlich dann im Sommer nicht die Polarlichter sehen, aber schwierig. Die Mitternachtssonne wieder mal wäre ja auch schön. Ja, das habe ich mir noch so aufgeschrieben hier.
Ja, also in der ganzen Pandemie finde ich, dieses Jahr gab es auch positive Dinge abzugewinnen. Ich möchte erstmal, als allererstes möchte ich dir mal Dankeschön sagen, also mal auch richtig öffentlich Dankeschön sagen, dass du das ermöglicht hast, dass ich meine Mama nach Hause holen durfte. Weil das gab schon einige Diskussionen vorher und Michael hat auch Angst, berechtigte Angst, weil es ja doch das Leben also verändert hat. Aber sie hat sich doch ganz positiv entwickelt und ist ganz lieb und brav und es geht besser, als wir es, glaube ich, gedacht haben, oder? Bis auf, dass ich natürlich also schon sehr stark ja, an meine Grenzen manchmal auch komme durch den Pflegefall und jetzt keinen Pflegedienst im Moment und nichts, aber ansonsten so von ihrem Wesen her, da hatten wir erst ein bisschen Angst gehabt, ne, aber das hat sich doch besser getan, entwickelt, als wir gedacht haben. Ja. Ja, also das war für mich ein sehr positives Erlebnis in diesem Jahr und darüber bin ich immer noch ein bisschen Corona dankbar. Das wäre nämlich sonst wahrscheinlich nie passiert und ich bin froh, dass sie aus dieser Einrichtung dort weg ist. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin einfach nur froh. Ja, dann gab es auch positive Momente für mich persönlich. Und zwar ist das die Entschleunigung, dass man also auf alles ein bisschen ruhiger angegangen ist. Dass es eben nicht alles so gab, wie es immer gab. Dass man sich irgendwo auf das Wesentliche konzentriert hat. Dass man vielleicht auch wieder mehr das Reisen und alle Freiheiten, die wir so besitzen, gerade auch in unserer Demokratie besitzen, wieder zu schätzen lernen, dass wir das so alles dürfen und können und frei sind in unserem Leben. Und das haben wir halt jetzt mal ein Jahr lang nicht gehabt. Und nur weiß man das vielleicht auch wieder ein bisschen mehr zu schätzen. Und es tat uns mal vielleicht nicht so verkehrt, auch mal darauf zu verzichten, finde ich. Also ich weiß nicht, also dem gewinne ich auch ein bisschen was Positives ab. Der größte Teil der Menschen ist schon so, dass die auch aufeinander Acht geben und jeder auf den anderen ein bisschen aufpasst, auch in der Nachbarschaft und alles und dass die Leute solidarisch sind, wobei es halt eben natürlich diesbezüglich leider Gottes, ja, also in eine andere Richtung langsam geht mit der Zukunft oder wie auch immer, wie man das so nennen will. Also man ist schon manchmal ziemlich erschrocken, wie Menschen so ja, sind, aber ich glaube, der Großteil der Menschen ist immer noch positiv. Und bei 80 Millionen hast du immer einen bestimmten Prozentsatz, ja. Der... Naja. Aber der Zusammenhalt auch untereinander, auch in der Nachbarschaft und alles und so, das fand ich eigentlich schon ganz gut. Und was ich auch gut fand, ich persönlich, ist, dass man halt, ja, sagen wir mal so, den Bekannten- und Freundeskreis sich ein bisschen mehr anders... wie sagt man denn, vielleicht ein bisschen anders orientiert hat in diesem Jahr. Dass man da auch zu Erkenntnissen gekommen ist. Das fand ich eigentlich für mich was Positives, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gab es für dich auch was Positives? Ja. Bist du damit einverstanden? Bin ich krank? Nix, ist alles gut. Ja. Genau. Ja, genau. Und dass man irgendwo das wieder zu schätzen weiß, dass man gesund ist. Ja. Ja, also es gibt ja auch noch viele andere Krankheiten außer Corona und einfach Gesundheit ist das Allerwichtigste, was wir haben müssen, brauchen zum Leben. Alles andere ist unwichtig irgendwo. Was ich noch vergessen habe, was Positives. Was Positives der Pandemie möchte ich noch nachtragen. Der negative Test. Das auch, ja. Das ist positiv. Das ist positiv, ja. Ich dachte jetzt allerdings an was anderes. Okay. Ich habe dieses Jahr viel Geld gespart. Viel Geld. Ich habe nichts an Kosmetik ausgegeben. Also an dekorativer Kosmetik. Dann können wir hier mit dem Ausbau anfangen. Ja. Ich habe sau viel gespart. Maske auf, fertig. Also das hat doch was Positives mit der Maske. Das muss ich ja mal so sagen. Also das ist schon praktisch. Doch, das ist so, wirklich. Das ist wirklich praktisch. Zum Einkaufen fahren, das Ding auf, fertig, aus. Braucht man nicht viel machen. Ein bisschen Wimpern, fertig, aus. Für manch einen war es kein Nachteil, ne? Also, ja. Man kann sich auch nahe kommen und kann Knoblauch gegessen haben und alles. Ist nicht schlimm. Was? Das wirst du aber riechen. Ja? Naja, doch, das kommt durch die Haut auch. Ja, auch beim Atmen. Du atmest ja weiter. Oder hörst du nicht ja, aber es kommt ja nicht so doll raus.
Es wird ja gefiltert, der Knoblauch bleibt drin. Hast du Aktivkohlefilter in deiner Maske? Ja, neues Jahr, neues Glück. 2021 steht vor der Tür und wir wünschen uns für das neue Jahr viel Gesundheit. Gesundheit, Gesundheit, das Virus bekämpfen. Ja. Impfen. Impfen und ja, das ist das Erste, was im Jahr, glaube ich, ansteht jetzt. Nochmal rausfinden, wie das so abläuft bei uns mit der Impfung. Auch mit uns pflegenden Personen, die zu Hause pflegen. Da bin ich ja noch nicht so ganz glücklich drüber, aber es tut sich langsam was. Nächste Woche soll ich bei der Kassenärztlichen Vereinigung anrufen. Und dann werde ich etwas vielleicht in Erfahrung bringen. Jens Spahn hat mir freundlicherweise geantwortet auf seiner Facebook-Seite, als ich gefragt habe, wie das dann abläuft mit uns Privatpflegenden. Aber da wurde mir dann erzählt, was alles im nächsten Jahr Neues kommt und wie viel Gelder noch in die Privatpflegenden reinkommen, was wir alles kriegen noch und so. Von Impfen hatte keine einzige Antwort. Das war sehr lustig gewesen. Da gab es auch gutes Feedback von vielen anderen Leuten, die sich darüber köstlich amüsiert haben. Also da bin ich auch nicht schlauer geworden. Ja, dann wünschen wir uns im nächsten Jahr schöne Reisen. Endlich. Oh, hoffentlich Norwegen. Hoffentlich, hoffentlich Norwegen. Bitte, bitte, bitte. Ich wünsche es mir so sehr. Ehrlich. Oh, ist ja so schön. Ich habe mir vorgenommen, im neuen Jahr mal alleine eine Tour zu machen. Ich möchte das mal ausprobieren, dass ich auch mal alleine fahren kann. Kleine Kurztour oder irgendwas, dass ich ein bisschen auch flexibler werde und nicht immer auf Michael so angewiesen bin. Genau. Und das habe ich mir für das Jahr 2021 ganz fest vorgenommen. Und dann wünsche ich mir noch Gesundheit für meine Mama, dass die nächstes Jahr noch da ist und dass unser Hund gesund bleibt und dass der auch noch nächstes Jahr da ist. Der ist nämlich schon ganz schön alt jetzt. Ja, das wünsche ich mir. Und was wünschst du dir? Kann ich dich auch irgendwie glücklich machen mit irgendwas? Alles gut. Alles gut. Wunschlos glücklich? Hast du keine Wünsche? Ja. Erstmal gesund bleiben und dann schauen wir weiter. Ja. Der Rest kriegen wir. Ach doch, mir fällt noch was ein. Ich wünsche mir fürs nächste Jahr einen guten neuen Bundeskanzler. Einen guten neuen Bundeskanzler? Ja. Vielleicht kommt der Donald mal rüber. Unsere Chefin tritt ja ab. Ja. Ist auch wohl verdient, dass er abtritt. Und ich wünsche mir einen guten Nachfolger. Das wird auch schwierig. Na, es geht schon. Ja, so ihr Lieben, das war's. Danke. Danke, danke, dass ihr uns trotz der wenigen Videos in diesem Jahr trotzdem treu geblieben seid. Und wir hoffen, dass ihr das auch noch weiterhin nächstes Jahr bleibt und schaut, mal rüber guckt, dass wir vielleicht den einen oder anderen mal kennenlernen dürfen. Ne? Brigitte und Ernst und Wurmutraum und Rita und Thomas und wen habe ich noch? Ah, es gibt noch einige, glaube ich. Also, ihr Lieben. Wir können uns ja mit dem Spruch von meinem Nachbarhaus, meinem ehemaligen, verabschieden. So, der da wäre? Wir wünschen allen, die uns kennen, 10-mal mehr, als sie uns gönnen. Der ist gut. Ja, dem hat das halbe Dorf die Pest an den Hals gewünscht. Prost. Ja, also auf ein gutes, neues, gesundes 2021. Und viele schöne Reisen. Und bleibt ihr auch alle schön gesund. Darauf ein Shampoos. Boib. Ciao. Halt dich zurück. Also. Ciao. Ah, ciao.